Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Und wir stehen noch immer vor diesem kuriosen Roboter-Dingensbummens, wo auch unser Galeria ist Freund. auf Anordnung des Direktors geschlossen. Kommen Sie her! Wer hat ja mit uns geredet? Vorsicht vor Dieben, Eindringlingen und Okay. Hallöchen, Besser mal hier. kommen Sie rein. Willkommen bei Slocum Joe's. Wie wär's mit einem Tässchen Kaffee? Geht aufs Haus. Klar, warum Sofort nicht? kommt sofort. Bei Slocum Joe's hat unser Kaffee die perfekte Temperatur von fast 100 Grad. Treten Sie einen Schritt zurück. Der Direktor hat tödliche Gewaltanwendung gegen Plünderer genehmigt. Wow, 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 wow. Okay, ich glaube, ich rede hier mit keinem Roboter mehr. Die Die sind alles andere Galerie als ist auf nett. Anordnung des Direktors geschlossen. Hier komme ich. Ja, Bean, komm doch, du komische Kaffeebohne. Ich rede hier mit keinem Roboter mehr. Ich weiß nicht, was mit unserem armen Hübschen da passiert ist, aber den holen wir gleich wieder. Nachdem wir die Bohne hier erledigt haben. Mann, 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 vielleicht sollten wir doch mal hier für unseren, wie heißt der gleich nochmal? Ich habe den Namen vergessen von unserem Roboter. Mann, Mann, Mann. Unangenehme Gegend hier. So, wo ist denn unser Doggy? Dogmeat. Hi. Vorkriegsgeld, Kühlschrank, leere Milchflaschen. Also hier scheint es nichts Besonderes zu geben. Gut, interessiert die da draußen auch nicht. Und Jede ganz ehrlich. Abweichung von den Standardprozeduren muss vom Direktor genehmigt werden. Ich schau mal eben kurz hier in das Gebäude noch rein. Sie da, ja, Sie, nicht so schüchtern. Nö, Leute, nein. Ich gehe jetzt einfach weiter zu unserem Questziel und lasse euch erstmal in Ru oh. Hechelkeuch. Schreck, lass nach. Rums. Okay, die Explosion sah jetzt relativ cool aus. Aber, Alter. Nee, da kommen wir auch nochmal hin. Diese scheiß Roboter. Mann, Mann, Mann. So, da vorne müssen wir hin. Also wir werden noch ganz viel sehen, glaube ich. Huh. Aber jetzt ist erstmal die Hilfe für die Leute da oben wichtig. Hör zu, Hier ich scheint. habe sehr lang darüber nachgedacht. Ich weiß, wovon ich rede. Schwachsinn. Du kannst nicht einfach. Entschuldigung. Theoretisch ja. Hi, wie Aber du geht's würdest dir? es ja nicht auf einmal essen. Also ist es egal. Es kommt darauf an, wie du es hältst. Ach, sag doch, was du willst, Mann. Du hast das Meyerlurk-Fleisch zwar zwischen zwei Brothälften gesteckt, aber das macht noch lange kein Sandwich. Und wie würdest du es dann nennen? Ekelhaft. So würde ich es nennen. Mikey und Moss. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die beiden kenne, beziehungsweise die Hey, Namen. ja? Gut, also die sind nicht sehr hilfreich. Den Rest lasse ich euch hier. Nur die Munition nehme ich mit. So, weiter geht's. Weiter durch die dunkle Nacht. Hier vorne müsste es irgendwo sein. Eigentlich. Also so weit kann es nämlich nicht mehr sein. 94 Meter. Da vorne wahrscheinlich, da wo es leuchtet. Was ist das hier für ein Kasten? Können wir den aufmachen? Nee. Oh nein! Irgendwelche Mücken und weg mit euch! Wartet mal eben hier, ja, gibt das! Oh, fuck, fuck, fuck! Scheiße, wir haben keine. Oh, jetzt haben wir auch eine Suppe.
an uns dran. Oh fuck. Oh fuck. Na ganz toll. Das lief ja super. Gut, also diese Viecher nicht gut. Nein, nicht gut. Würde ich sagen, diese Richtung lassen wir erstmal sein und da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, jetzt mal mit einem Molotow hätten wir die besser vernichten können. Nur ich hatte leider gerade keinen Molotow ausgewählt, warum auch immer. Fand ich jetzt nicht so toll. Weil dieser Schlag, den ich da zwischendurch gemacht habe, da habe ich gedacht, komm, werf mal Molotow. Nö, keiner ausgewählt. Und so sind wir wieder hier am Anfang der Folge. Und dieses Mal würde ich sagen, lassen wir die Scheiße Scheiße sein und gehen einfach wieder in diese Richtung. Direkt. Aber ihr merkt schon, wir müssen auf alle Fälle aufpassen. Sonst sind wir hier ganz fix in Problemen. Wechseln wir mal auf die 10 mm Knarre. Und wir haben noch lange nicht alles entdeckt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch das ein oder andere auf alle Fälle entdecken werden und müssen. So, die beiden, die haben wir ja schon kennengelernt. Darüber nachgedacht. Ich weiß, wovon ich rede. Schwachsinn. Du kannst nicht einfach irgendwas zwischen zwei Brothälften stecken und sagen, es sei ein Sandwich. Da wäre ein Brot. Doch. Kann man sagen, aber man muss nicht. Ein bisschen fahren. Ich hoffe mal, ich treffe jetzt nicht gleich schon wieder auf irgendwelche so bekloppte Gegner. Weil nochmal will ich nicht sterben. Alter, was ist denn hier passiert? Ist hier so eine Atombombe eingeschlagen? Direkt hier? Das sieht fast danach aus, ne? Durch diesen Krater und... Auf jeden Fall ist da vorne eine Stadt und die werden wir jetzt bestimmt noch besuchen. Aber jetzt noch nicht. Moment mal. Ah, Scheiße. Jetzt haben wir keine Chance. So, einmal mal. Zack, zack, zack. Bums, bums und noch ein Treffer. So. Ah, komm, geh weg. Ah, jetzt habe ich die Suppe wieder an mir. Wo ist das Scheißvieh? Die sind echt sau schwer zu treffen. Wo fliegt denn das jetzt hin? Zack, zack. Treffer. So, noch ein Treffer. Und das war's. Danke, Dogmeat. Ich weiß noch nicht, wo es gelandet ist. Da. Nehmen wir mal mit. Dann futtern wir auch mal schnell was. Und dann geht's weiter. Echt unangenehm, muss ich echt zugeben. Und ich höre schon wieder was brummen. Da. Ja, komm nur her. Zack, 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 zack. Und gib ihm. Ein Treffer, zwei Treffer und ein dritter. Aua. Aua. Weg. Zwei. Scheiße. Oh, fuck. Schnell ein Stimpack rein. Nein, nein, nein. Oh. Schnell weg hier. Oh, ich sehe nix. Oh. So. Noch ein Stimpack. Und dann geht's weiter. Moment. Wenn wir den direkt vor uns haben, dann geht's weiter. Komm, 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 komm. So. Zack, 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 zack. Treffer. Komm schon. Schön. Komm, Dogmeat. Und nochmal. Komm schon, ein Treffer muss da rein. Ah, Scheiße. Also die Viecher sind echt unangenehm. Oh. Mehr geht nicht. Ich glaube, das war daneben. Komm her, komm zu Papa. Ah, ist der schwer zu treffen, weil der sich so, weil er so eine kleine Trefferfläche hat. Boom, Treffer. Ah, so. Jetzt können wir erstmal weitergehen. Ich hoffe, das waren jetzt erstmal alle Brumsels. Mehr brauche ich davon wirklich nicht. Brrr. Unangenehm, diese Viecher.
Old Gullet Senkloch. Okay. Ja, das lassen wir, wie gesagt, erstmal. Da gehe ich noch nicht runter. Wer weiß, was da unten auf uns erwartet. So, schaue ich mal eben hier, ob es hier noch irgendwas Tolles gibt. Nee, das ist einfach nur ein kaputtes Gebäude. Gehen wir mal weiter. Dort vorne hoch. Wieder eine Farm. Kindergrippe, Greentop. Ah, guck mal, sogar ein Lastenvieh. Hallo. Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Hallo. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Also das sind Karawanen, okay. Alt, wenn man damit rechnet, dass und hier sieht man, was die anbauen. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Haben die Minutemen dich geschickt? Natürlich, Na klar, sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Natürlich, wieder mal eine Raider-Gruppe. Wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es drei. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Mal wieder ein paar Raider, aber bevor wir weitergehen, schaue ich mal eben kurz ins Inventar und suche nach Heilzeug. Nein. Hilfsmittel. Buffon hatten wir hier, maximale Trefferpunkte. Das können wir gerade mal futtern, dann haben wir hier wieder Ruhe. The Jet macht was? Zeitlupe, naja, das bringt uns nicht viel weiter. Die Köterkeule haben wir noch 6. Maulwurfshappen. Ich würde sagen, das können wir auch mal ganz oben ablegen. Dann haben wir da auch wieder was drin. So, 3 Sachen zum Heilen. Hier haben wir auch noch so eine Laborstation. Molotow Heilung können wir leider nichts herstellen. Da fehlt leider überall etwas. Stimpaks, was braucht man dann? Blutpakete, okay. Wo kriegen wir die denn alle her? Das Weitere stelle ich erstmal nicht her. Das ist die Baustation. So, gut. Stehlen werden wir hier natürlich nichts. Jetzt muss ich noch gucken, wo wir hin müssen. Dort in diese Richtung. Einmal auf die Karte geschaut. Ist jetzt nicht so weit entfernt. Und da ist wieder so ein Loch auf alle Fälle. So ein Nuklearloch. Gehen wir mal langsam in diese Richtung. Hier haben wir wieder ein Auto. Naja. Komische Gegend hier. Das Rad-Away brauchen wir noch nicht. Das sind nur ein paar Trefferpunkte, die wir da haben. Könnte langsam mal wieder Tag werden. Ich muss sagen, dieser Tag-Nacht-Zyklus... Hat das gerade gewackelt? Dieser Tag-Nacht-Zyklus, den finde ich teilweise ein bisschen lang. Also... Ich höre doch was. Okay. Unangenehm. Mutantenhund. Was haben wir hier? Verkrüppelter Yaoguai. Hey. Nehmen wir alles mal mit. Und was haben wir hier? Ein Supermutant. Also ich will ja nichts sagen. Aber das gefällt mir gar nicht. Gehen wir erstmal weiter. Ich habe keine Ahnung, was uns da noch erwartet. Es macht mir aber auf alle Fälle Sorgen. Und hier sind wahrscheinlich die freundlichen Herren und Damen namens Raider. Der Slog. Kann ich mit denen reden? Das sind nämlich sau viele hier. Hi. Wir haben hier ziemliche Probleme.
Ich hoffe, du kannst helfen. Schauen wir mal. Das sieht aber... sieht auch nach einem Zuhause aus. Ja, stillen werden wir jetzt hier nix und... schauen wir einfach mal, wenn es soweit ist. Hier scheint auf jeden Fall auch ein Zuhause von irgendwem zu sein. Wir sind zumindest noch nicht da, wo ich hin wollte. Dachte ich erst. Wir wären schon da. Was haben wir hier? Da ist nichts drin. Wo ist hier der Eingang? Hallo? Oh. Da hat jemand da hingerafft, aber... hallo, ich würde gerne hier rein. Kann ich da nicht... kann man hier nirgendwo rein? Muss mich verarschen. Das Ding muss doch eine Tür haben. Wie haben denn die Leute da... wie sind die Leute denn da reingekommen, die da drin arbeiten? Oder gearbeitet haben? Da muss doch... muss doch eine Tür geben. Da komme ich so nicht auf. Hier ist eine Tür, aber da komme ich nicht rein. Na super. Gut, gehen wir mal weiter. Bin ich einfach an der Tür vorbeigelaufen. Was mir nicht alles passiert heute. Irgendwie, ich will nicht durch die Suppe. Gucken wir mal, hier drüben ist ein bisschen flacher. Schnell durch. So. Mal nach oben, nach oben. So, und gleich sind wir schon da. Hier vorne ist irgend so ein Bauvorkommen oder was weiß ich. Auf jeden Fall so eine Ausgrabung mal wieder. So wie wir sie auch vor kurzem mal hatten. Okay. Oh, fuck. Legendärer Raider. Ach, fick dich doch. Was sind das denn schon wieder für Viecher? Willst wohl spielt hier mit mir spielen, was? Glaubst, wie bist du? Du kannst hier gewinnen? Schauen wir mal. Oh, Gott. Ich glaube, ihr seht schon. Aua, was hat mir jetzt auf mich geschossen? Oh, irgendein Sniper da hinten. Oh Gott, ich habe die Befürchtung, das war eine dumme Idee, hier hinzukommen. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich die überhaupt... Dein Kopf wurde vergriffen. Behebe deine Sichtbehinderung, indem du dich ein Steampack hältst. Alter, ja, leck mich doch. Steampack. Zack. Meine Fresse. So, schönes Brutzeln da drinnen, bitte. Alter! Ich habe das Gefühl, dass das keine gute Idee war, hier hinzukommen. Und deswegen gehe ich auch mal wieder weg und schaue erstmal, dass ich ein bisschen level. Weil diese Totenkopfanzeige sagt mir irgendwie, dass das keine Gegner sind, denen ich gewachsen bin. Ich hoffe mal, Doc, wie kriege ich hier irgendwo wieder? Und jetzt müssen wir erstmal eine andere Quest machen. Auf alle Fälle. Ach du Heilige! Oh, vom Regen in die Traufe! Ja, leck mich doch! Oh nein, Todeskralle. Ach, geht doch alle weg! Ich hab das Gefühl, das war keine gute Idee, hier hinzukommen. Überhaupt keine gute Idee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bin ich nicht los? Ich habe keine Ahnung, ob ich den los bin. Ich hoffe es einfach mal. Boah. Da ist Dogmeat wieder. Und ich glaube, ich schaue mich erstmal nach anderen Gegenden um. Hier drüben, das ist ein bisschen zu heftig noch. Da müssen wir mal schauen, dass wir erst ein bisschen leveln. Und ja. Damit würde ich sagen, reisen wir... reisen wir mal dorthin oder wohin reisen wir am besten? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal ein wenig die Umgebung hier unten in dieser Gegend. Reisen hier drüben hin per Schnellreise und bauen dann unseren Weg weiter von dort aus auf. Mann, 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 Mann. Jedes Mal, wenn der Level aufsteigt, erhöhst du deine Gesundheit und du kannst bla bla bla. Da müssen wir echt
schauen, wie wir da weitergehen. Hier gucken wir jetzt erstmal. Dogmeat hat was gefunden. Was hast du denn gefunden, Dogmeat? Hallo. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Es ist nicht alles wie erwartet, aber wir sind bereit, hart zu arbeiten, um auf unser Zuhause stolz sein zu können. Also sag mir, wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Tauschen wir erstmal. Okay. Ich rüste dich erstmal aus, würde ich sagen. Und zwar Inventar. Düpp, meine Waffen. Uninteressant, meine Kleidung aber. Hier hast du mal ein Hemd und hier hast du eine Stachelrüstung. So, bitteschön. Kannst auch anziehen, wenn du willst. Tja, was sollen die denn tun, bitteschön? Ich schau mal eben. Du da. Du da. Hallo. Genau, du da. Hier, das da. Macht er das jetzt? Hallo? Hallo? Du da. Hallo? Du. Oh, das kriege ich noch irgendwann hin. Du. Genau, du. Ja, du sollst hier anbauen. Hallo? Kriegen wir das nicht irgendwie hin? Ja, komm, tun wir mal nach Wasser. Wenn wir Wasser erstmal herstellen, vielleicht kommen wir dann... Ah, Versorgungsrouten, okay. Wieso? Moment, Ressourcen. Wasser, 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 Wasser. So, eins. Und zwei können wir dann schon mal hier hinstellen. So. Dann brauchen wir auf alle Fälle Essen. Gehen wir hier mal raus. Da ist welche Blüten einfach. Das ist gar keine. Eine Siedlerin hier. Was? Ja, es werden immer mehr. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die irgendwie zufriedenstellen. Ja, sorgen wir mal für Essen gerade. Ressourcen, ein bisschen Essen. Was können wir denn hier anbauen? Haben wir da irgendwas dabei? Hier hinten, da haben wir was. Zack, zack, zack und zack. Na komm. Da haben wir fünf und jetzt können wir dem Kollegen, den wir gerade da hatten, das müssen wir den nur finden. Hallo. Nein, der ist es nicht. Der liegt da noch ein bisschen doof in der Gegend rum. Wo ist denn der jetzt hin? Der war doch gerade noch hier. Hallo. Kollege. Komm raus und zeig dich. Ich komme gerade vor, als würden wir Verstecken spielen. Ah, da, da drinnen. Hallöle. So, du. Ja, genau, du. Du sollst hier vorne, da. Mach mal lecker Ham-Ham. Für hier. Hallo? Hervorragend. Dann mach du mal. Und zusätzlich werden wir jetzt noch ein bisschen Verteidigungsanlagen hier zum Schutze bauen. Okay, das können wir noch nicht herstellen, aber das hier. Dafür bräuchte man nur Zahnräder. Wo kriegen wir denn Zahnräder her, verdammt. Schauen wir mal, ob wir irgendwas hier abreißen können. Kriegen wir nur Stahl mit. Scheiße, jetzt fehlen uns Zahnräder. Was haben wir hier? Ein bisschen Holz. Komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Der liegt auch sehr lange schon hier, so wie es aussieht. Frage ist natürlich,
Wo sollen wir hier die Zahnräder herholen? Ja, hier haben wir ein paar Betten. Die brauchen wir natürlich nicht groß verändern. Da werden wir auch kein Zahnrad rausholen. Gibt es sowas wie Spitzhacken? Würde mich auch mal interessieren. Bringt uns auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Zahnräder herholen soll, aber scheinbar muss ich die erstmal woanders herholen. Weil hier gibt es halt einfach nur Sachen zum Verschrotten oder vielleicht hier raus? Auch sowas? Bringt nur Stahl, ein bisschen Gummi. Was ist das da? Eingelegtes Fleisch. Können wir nur auf Seite packen, den Löcher. Aha, Asbest. Koffer da. Wie, haben wir nicht irgendwo ein Telefon, ein altes oder so? Da sind bestimmt Zahnräder dabei, oder? Schauen wir nochmal eben dem Gebäude hier. Wenn wir da reinkommen. Da will ich gerade nicht rein, wenn ich ehrlich bin. So, hier liegt auch noch einer. Ein bisschen unmotiviert in der Gegend rum. Der bringt uns aber auch nicht weiter. Nee, ich habe keine Ahnung, wo ich die Zahnräder finde. Den Schutz müssen wir da mal schauen. Auf jeden Fall haben die jetzt immer ein bisschen Essen und Nahrung und Wasser haben die jetzt hier. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier reinkomme und den da vernichten kann. Komm mal her. Gehen wir hier mal rein. Weil da drinnen scheint noch was Nettes zu sein. Schön. So, zack, zack. Rums, Radkakalake im Arsch. Nehmen wir das Fleisch mal mit. Und was haben wir hier noch so? Ui, guck mal da, Radaway. Da haben wir noch einen Stimpak. Den nehmen wir doch gerne mit. Sieht aus wie... ja, wie so eine alte Krankenstation. Knochensäge, also definitiv. Hier wurde... hier hatten wir einen Arzt dran tätig. Was haben wir da noch? Noch ein Stimpak und ein Blutpaket. Sehr schön. Und jetzt schaue ich nochmal eben kurz, wenn ich jetzt den Rollstuhl zum Beispiel zerstöre, kriege ich dann... ja, einmal kriege ich ein bisschen was. Was haben wir da noch? Oh, Radex haben wir ja auch noch. Aber sonst sehe ich hier nicht viel. Da kommen die Akten, die können wir auch mal alle zerstören. Die werden wir nicht brauchen. So. Guti, guti, mehr geht nicht. Das Radex kann man natürlich auch noch mitnehmen hier. Zack, zack. Haben wir jetzt ein klein wenig den Laden hier vorangebracht. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Hört sich das super an, oder? Für den ersten Schritt soweit. Alles ganz tutti, futti. Oh, die hat noch ein bisschen was dabei. Das soll ein Scheißhaus sein, oder was? Na, lecker. Ja, und hier... ah, ne, es war nur Holz, okay. Ich dachte, da liegt noch was, aber da war nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen Ort wieder. Und jetzt erkunden wir einfach mal die Umgebung. Wir befinden uns hier, werden wir uns mal wieder in Richtung Lexington bewegen. Diese größere Stadt dort drüben. Und da gibt es dann bestimmt auch wieder mehr Chancen für uns. Erstmal ein bisschen leveln, so 2-3 Level machen. Und dann probieren wir uns nochmal da hinten aus, ob wir dann da besser klarkommen. Weil, also der Besuch dort, der war nicht gut. Gar nicht gut. Da müssen wir uns echt noch besser ausrüsten und verstärken. Auf alle Fälle. Vielleicht finden wir in der Umgebung auch noch so einen Roboter, so mit der MG. Dann können wir da reinhauen. Hier haben wir erstmal ein altes Gebäude. Walden Point. Oh, das sieht doch gut aus hier. Was zum Geier war denn das? Gut, in den Keller kommen wir nicht. Da haben wir ein Kampfmesser und eine Nachricht an Tweets. Tweets, wenn du das hier liest...
Du bist ein Dummkopf. Ich sag zum letzten Mal, wir schließen diese Tür. Benutz den Eingang im Abwasserrohr. Wenn du es nochmal vergisst, kannst du draußen bleiben. Walter. Okay, ein Abwasserrohr müssen wir suchen. Das klingt gut. Ein antiker Globus. Ich sehe ihn zwar nicht, aber da stand wohl ein antiker Globus. Gut, wir müssen also ein Abwasserrohr suchen, um dort reinzukommen, wo wir... um dort rein zu sehen, was da unten ist. Interessiert mich nämlich gerade sehr. Das scheint ein etwas kniffligeres Schloss zu sein. Noch ein bisschen. Immer noch nicht. Noch mal ein Stück in die. Ah, scheiße. Jetzt geht's. Hervorragend. Einmal auf, bitte. Metalleimer. Wie kommt denn ein Metalleimer da rein? Und ein schönes Kleid. Ja, da haben wir doch bestimmt irgendjemanden, der sich daran erfreuen wird. Ich mich zumindest nicht, aber nun gut. Oh, ein Spielzeugtruck. Den nehmen wir mal mit. Oh, das war wohl mal ein Spielzeugladen hier, wenn ich mal vermuten. So, Abwasserrohr. Schauen wir mal. Haben wir irgendwo ein Abwasserrohr in der Umgebung? Danach werde ich auf alle Fälle suchen. Aber, meine Freunde, da wir schon sehr weit vorangeschritten sind in dieser Folge, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann suchen wir mal dieses ominöse Abwasserrohr, was da gerade in dieser Notiz stand. Denn ich will da unten in den Keller, denn da gibt es bestimmt was ganz Tolles. Also, freut euch auf die nächste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Fallout 4.